Ich bin hier beim Port nach Klamm und es ist so geil. Ich habe sowas noch nie erlebt. Einfach magisch. Das ist so schön hier und so beeindruckend, also wirklich so ein tolles Erlebnis, wirklich gigantisch. Leute, jetzt nochmal, was war das bitte für ein krasser Weg? Ich habe keine Ahnung, ob man mich dort unten verstanden hat. Ich denke nämlich eher nicht. Also, hier nochmal zur Wiederholung. Partnachklamm bin ich gerade. Und zwar ist das bei Garmisch-Partenkirchen. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin klitschnass, trotz Schirm. Aber es hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Und es war, also ich habe sowas noch nie gesehen, von daher übelst krass. Und ja, jetzt laufen wir gerade zurück und wieder die Wiesen. Das ist einfach 3000 mal grüner, als es bei uns ist. Und die Häuser, die sind alle so niedlich. Also ich blende euch jetzt hier nochmal ein paar Sequenzen ein, damit ihr dafür auch ein kleines Gefühl kriegt. Ja, Leute, und das meine ich. Guckt euch mal an, wie schön das hier ist. Wirklich, wie grün die Wiesen sind. Im Hintergrund die Berge. Und hier ist es so ruhig. Ist einfach nur toll. Also jetzt sagt mir mal eure Meinung, wenn ihr das hier im Hintergrund seht, würdet ihr nicht auch hierher ziehen wollen? Ich finde es hier so schön, es ist so ruhig, die Luft ist so sauber. Es ist wirklich absolut schön.
Leute, ich sag's euch, also die Natur ist hier wirklich unbeschreiblich schön. Hier hat man die Möglichkeit, an diesen Wasserfällen entlang zu wandern. Und ja, das Wasser ist ganz klar und ja, natürlich relativ kalt, aber es ist richtig schön. Vor allen Dingen so sauberes, schönes Wasser zu sehen und ganz unberührte Natur. Also Leute, ich sag euch, der Weg und natürlich auch das Wasser wird immer krasser und schöner. Also sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Ich bin gerade ein bisschen baff. Ja Leute, man soll ja bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist. Jetzt kommt auch gerade noch mal richtig schön die Sonne raus. Und ja, also was war das bitte für ein super Trip? Partnachklamm kann ich euch wärmstens empfehlen und die Kuhwasserfälle. Zwei sehr, sehr schöne Orte, die ich euch ans Herz lege. Es wird auf jeden Fall nicht mein letztes Mal hier gewesen sein. Ich will eigentlich gar nicht fahren, so schön ist es hier. Also dann macht's gut, danke fürs Reinschauen. Lasst ein bisschen Liebe da, wenn ihr wollt natürlich. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.